Was geht ab, Leute? Euer Frapsis, und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir auf jeden Fall über das neue Breakpoint-Paket reden. Wie ihr wahrscheinlich schon aus dem Thumbnail und aus dem Titel gesehen habt, wird es bald ein neues Paket geben. Wann genau es rauskommt, können wir noch nicht sagen. Doch bevor wir damit überhaupt loslegen, Freunde, würde ich sagen, lasst mir auf jeden Fall gerne mal einen Daumen da. Und falls ihr neu da seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Würde mich persönlich mega freuen und ihr würdet mich natürlich auch mega supporten. Und ansonsten brauchen wir hier gar nicht weiter drum rumzureden. Fangen wir doch mal an, direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! Go. So Leute, wie bereits gesagt, reden wir heute über das Breakpoint-Paket. Das Breakpoint-Paket beinhaltet genau diese Skins hier im Hintergrund. Könnt ihr auch gerade sehen, Freunde. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ganz edel, sieht auch auf jeden Fall richtig nice aus. Das Ding ist, dieser Skin ist ein bisschen speziell, Freunde. Das hat so einen kleinen Glitch-Effekt, den kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Ich blende euch mal einfach das Gameplay zu diesem Skin hier mal ein und dann könnt ihr das Ganze sehen. Und ihr könnt selber erkennen, dass es so wie so ein Hologramm ist. Das hat so ein leichtes Glitchen drin und sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach mega geil aus. Also ich feiere das Ganze übertriebens. Ich freue mich auch schon bereits übertriebens auf den Skin und bin mal gespannt, wie das Ganze bei euch ankommen wird. Also ihr könnt eure Bewertungen natürlich gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Einfach von 1 bis 10 schreibt, was ihr bzw. wie ihr es findet. Ich finde es auf jeden Fall eine 10 von 10. Feiere ich zu Tode. Naja, um wieder zurück auf das Set zu kommen. Hier könnt ihr nochmal das Bild sehen. Ihr könnt sehen, Freunde, wir haben den Skin einmal. Dann haben wir nochmal das Rückenaccessoire. Das Rückenaccessoire wird auch eine neue Version sein von dem jetzigen, und zwar wird man dort, wenn man Kills macht, etwas sehen, also das ist auch reaktiv. Bei dem originalen Skin ist es ja so, umso mehr Schaden ihr macht, umso heftiger leuchtet das Ganze. Jetzt denke ich mal, dass bei dem das Ganze mit Kills etwas zu tun hat. Wir müssen uns auf jeden Fall da nochmal überraschen lassen und nochmal reinschauen, was genau das Ganze hier beinhaltet. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, erklärt sich der Skin hier von selbst. Wir bekommen auch eine Challenge-Aufgabe bzw. das Challenge-Buch, womit wir Aufgaben erledigen können. Und dann können wir bis zu 1000 V-Bucks verdienen, also mit diesen ganzen Challenges. Das wird wahrscheinlich genauso wie beim Inferno-Paket sein. Höchstwahrscheinlich wird dieses Paket hier entweder 4,99 € kosten, was ich nicht glaube, weil so viel halt Starter-Pakete kosten. Es wird entweder 14,99 € kosten oder auf ganz entspannt 25,99 €. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal überraschen lassen. Das ganze Paket kommt irgendwann raus. Wann genau, kann ich euch leider nicht sagen. Es gibt leider keinen festen Termin dafür, aber ihr wisst es, Freunde, immer wenn sowas rauskommt, werde ich natürlich direkt ein Video für euch machen und das Ganze vorstellen. Also macht euch da bitte keine Sorgen. Ich werde mich nochmal bei euch melden. Und das, Freunde, soll es aber hier im Großen und Ganzen mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch dieses Video hier von mir gefallen hat. Ihr könnt eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch einen angenehmen Tag. Leute, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.